Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ihr wisst doch, Sektor 106. Beim letzten Mal haben wir versucht, das Deep Dark zu finden. Ohne Erfolg, leider. Dafür haben wir auch ein paar Diamanten und sowas gefunden. Also war nicht ganz verschwendet. Und heute machen wir hier ein bisschen am Haus. Ne? So, und auch ein bisschen Umgebung. Ich habe ein bisschen Holz vorbereitet und habe hier draußen ein wenig ein bisschen Dirt, bisschen größer gemacht. Ich möchte tatsächlich jetzt nicht so mega riesige Farm und hier muss alles super optimal sein, machen, ne? Sondern einfach Ästhetik, möchte man sagen. Einfach ein bisschen soll schön aussehen, soll zum Haus passen. Ich habe auch ein bisschen umgeräumt, wie man sehen kann. So, habe hier ein bisschen die Wertsachen reingetan. Hier oben fehlen uns halt noch Item-Frames, aber ich habe ja auch ein bisschen versucht schon zu sortieren. Ich glaube, ein bisschen fällt das halt schon auf, so, naja, wie es ungefähr sein soll. Ja. Halt. Essen. Holz, da würde ja das Rohholz auch reinkommen. Holzsachen. Dirt. Bausachen. Alles rund um Natur. Mobdrops. Sonstiger Spaß. Oh, das ist echt gute Musik. Nice. Gutes rausgesucht. Jo, meine Damen und Herren, ja, verstehen Sie. Zusätzlich möchte ich dann auch hier rüber bauen, wenn die Zeit dann noch reicht. Denn dort drüben möchte ich dann halt. Ich weiß nicht, ob ich das da drüben machen will. Ist das ein. Nee, das ist kein Schiff, oder? Nee, das da ist Clay, oder? Sand. Sand von beiden. Für die Brücke rüber möchte ich auch tatsächlich Spruce Wood finden. Erstmal. Jetzt aus der Distanz erkenne ich, dass das dort ist. Okay. Vielleicht kann man hier auch. Vielleicht kann man hier so einen kleinen Fischmarkt in Anführungszeichen hinsetzen. So quasi, dass ein Weg darüber geht, aber auch hier so ein. Ne? So ein Handelplatz, so ist. Weil, ne, die beiden Holzstege da. Ja, ich habe die ganze überlegt, mache ich die Brücke dahin? Weil da passt es halt so richtig gut. Aber hier ist halt, ne, optimal, weil es geht runter zu unserem Haus. Beziehungsweise hoch zu unserem Haus. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Ja, ist auf jeden Fall, ich meine, eine gute Überlegung wert. Und was machen wir? Wir können quasi sagen, dass wir das hier ein bisschen authentischer halten wollen. Und dass wir hier vielleicht ist keine Scheune. Mehr so klein. Kleines Abstellhäuschen. Mir fällt der Name nicht ein. So ein kleines Gartenhäuschen, ne? Also, dann packst du halt eine Kiste hin mit den ganzen Werkzeugen und sowas. Na, sowas halt. Was machen wir? Müssen wir das Dach aber anpassen, ne? Und das wird halt wirklich nur so ein kleinen, hier irgendwie so drei hoch. Oh. Das ist ärgerlich. Na gut. So quasi. Ja. Verstehen Sie? Aber einfach so.
Ich glaube, da müssen wir das hier aber jetzt so machen. Einigermaßen. Passend aus. Ja, doch, doch. Sieht okay aus. Ich möchte mich nicht sofort übergeben. So. Fackel da oben müssen wir, glaube ich, definitiv hinmachen. Nee. Das war jetzt blöd. Man kann Baumstämme auch, ne, strippen, heißt's. Striped Oak Log. Dann entfernt man quasi die Textur. So, das müssen wir jetzt aber ein bisschen trotzdem noch zumindest einigermaßen schöner hinkriegen. In die Workbench jetzt reinsetzen. Das ist echt sehr kuschelig. Also Workbench hier hin, Kiste dahin. Reicht da so eine einzelne. Da kommt dann Ho, Wasser, Samen. Kommt dann hier rein. Ja, wie gesagt, so relativ altmodisch, möchte man meinen. Vielleicht offen lassen? Nee, solche Hütten bleiben nicht offen. Wir brauchen definitiv Türen. Nehmen wir Oak-Türen für... in den aus. Weiß halt nicht, ob das hier einfach, ne, solche Gitter darstellen soll oder Glas. Aber ich glaube, das soll ein Gitter sein. Das Problem ist halt auch, dass BD-Craft noch nicht up-to-date ist. So, auf jeden Fall noch ein paar Treppen. Das hoffentlich ein bisschen anständiger aussieht. Nochmal 4. Moment. Möchte das da. Ah, wenn, dann müsste ich es da abschließen lassen. Treppen. Und ich werde keine Freunde. Okay, einer noch. Ausgezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das am besten. Nee, ich wollte das halt. Genau so. Nee, das sieht nicht aus. Ich kann nicht einfach so abschließen. Ich weiß, es gefällt mir irgendwie nicht. Nee. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, einfach was oben drauf zu setzen würde schon reichen. Hier machen wir auf jeden Fall dicht. Können wir hier, glaube ich, auch dicht machen. So. Sieht auch nicht aus, ne? Nee. Machen wir das am besten. Hätte halt einfach sonst gesagt, warte, was, wenn ich die Treppen einfach hier so hinsetze? Also einfach so.
Nee, warte. So. Dann so. Wenn man einfach ist, dann würde ich mal einfach sagen, okay. So. Schon wieder dunkel? Meine Fresse. Das können wir auf der anderen Seite trotzdem noch schnell machen. So und so. Ja, das sieht nicht ganz so awkward aus, I guess. Run away! Gute Nacht. So, es soll ja nur ein kleiner Schuppen sein, so. Und vielleicht hätte ich da trotzdem. Dann würde das hiermit auch besser aussehen, ja. Habt ihr ja recht. Was mache ich jetzt hier? Das vielleicht was Slaps? Nur so zwei Slaps hier vorne dran. So. Zwei Fackeln hier drauf. Ja, ist akzeptabel. Kann akzeptieren, so, ja. Hier muss das schon wieder nach oben. Wait a minute. Kann da hin. So, und hier haben wir dann unser kleines Gartenhütchen. Ding. Ja, doch, doch, doch. Und hier können wir jetzt einen kleinen Garten anlegen. Wie gesagt, der wird jetzt nicht super optimal oder was auch immer, sondern mal knarzen. Wir sagen Zaun, Tor, Zaun. Geht der Zaun hier längs? Können wir sagen Wasser hin? Genau, können wir das so hier machen. Ja, das wird es wahrscheinlich beim Zuschauen wehtun. Aber das ist mir relativ egal tatsächlich. Okay. Interessant. So, soll jetzt so ein bisschen natürlich aussehen hier. Close enough. Also,
Mehr Wasser. Mehr, 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 mehr. Wunderbar, jetzt brauchen wir halt nur noch Zäune und eine Hoe. Zäune. Dann brauchen wir auch mehr Holz dafür. So, also wie gesagt, so, Tor, zack. Dafür haben wir jetzt auch so, als ob da ein Creeper gestanden hätte. So, jetzt hier hin. Reicht sogar, wow. Nur noch ein Zahntürchen. Wie geht das nochmal so, ne? Ne, andersrum. Okay. Also. Schön gemütliches Gärtchen hier. Doch, doch, doch. Hat was, hat was. Ich kann die heutige Folge allerdings heute nicht so lange machen, weil direkt morgen, also heute ist für mich Sonntag. Montag früh tatsächlich. hochgeladen wird, deswegen wird das heute mal nur eine halbe Stunde Aufnahme. So. Dann wollen wir auch mal über das nehmen, das, die hier und die. Die vielleicht ein anderes Mal. Oh nee, Moment. Hier soll ja das hier hin. So. Hat vergessen? Eine Frechhaftigkeit. So, hier kommen Karötchen hin. War lecker Kartoffels. Und ein bisschen Weizen. Ist nicht immens krass, ne? Aber sehr viel zu essen haben wir. Und zur Not, da schwimmen sehr viele Fische rum. Okay, der nächste Punkt auf der Tagesliste war, hier guck mal, die können wir hier drin lassen als Reparaturmaterialien. Spruce Wood. Dafür werden wir definitiv auch noch eine neue Axt brauchen. Und das Zeug wegtun. So, hier können wir mal machen. So. Na, wobei, so reicht.
Und mehr davon. Oh, gerade wieder am Schwitzen, das ist echt heiß. Und hier, ja, Brote haben wir. Wie sieht das bei unserem kleinen Räumchen aus? Ja, ganz zufrieden mit dem Hütchen bin ich nicht. Aber ist okay, ist annehmbar. Warte eigentlich gerade nur darauf, dass es Nacht wird. So. Okay, machen wir direkt von da? So, direkt da drüben? Oder? Ja, kann ich sagen, okay. Jetzt runter. Hier weiter runter. Oh. Hier ist dann wieder ein bisschen zu steil schon. Da komm schon. Da ist doch Nacht. Danke. So, okay. Wo hat man Spruce gesehen? Das war da hinten, ne? Und Berg hoch und dann in die Richtung, ne? Ja, doch. Hat was, hat was. Will ich mir noch mal was überlegen? Vielleicht mache ich das offscreen noch mal neu. Mal schauen. Da ist Spruce, genau. Doch, jetzt zeigt hier war doch irgendwo Spruce. Ich habe das hier irgendwo gesehen. Ein gutes Stück entfernt. Damn. Müssen wir auf jeden Fall ein paar Saplings mit drüber bringen. Hi. Jetzt steht da irgendwo eine Woodland Mansion. So, wir packen unsere Sachen und wir ziehen dort ein. Lecker. Was sind das? Raspberries? Sweetberries. Nun, dann fangen wir mal an. Hauen Sie weg den Dreck. Ist kein Dreck, ist echt gutes Holz, ne? Aber. Ich kann man ja auch zu einem 2x2-Feld anordnen, damit sie dann einen Riesenbaum machen. Also die Saplings. Auf jeden Fall viel angenehmer zum Abholzen als die hier. Das neue Biom würde ich halt auch gerne mal finden, ne? Ja, los. Was ist das? Das ist ja mal der Groove Swamp oder sowas. Soll Mangroven sein. Hat auch neues Holz tatsächlich. Weil ich mir nicht angeschaut habe, das neue Holz. So. Ich hab nur gesehen, oh cool, Biom, krass. Das war's. So. Kann man finden, mache ich dann auch irgendwann. Im Gegensatz zum Deep Dark. Ey, das werden wir auch irgendwann noch finden. Ist
die Höhlen so im Vergleich halt echt, ne, die sind halt echt krass geworden. Vielleicht so damals. Habe ich mit dem Peter auch drüber ein bisschen diskutiert, wie krass die geworden sind. Hat er gesagt, ja, wenn du eine moosbedeckte Höhle findest, mit den Glowberry-Ranken, die runterwachsen und das, die leuchten dann, das sieht halt echt krass aus. Also die Höhlen haben sie halt echt gut hingekriegt jetzt. Kann man halt nicht anders sagen, du. Ist so ein bisschen schade, dass sie halt, ne, erst die Höhlen gemacht haben. Ja, weil es gibt ein paar mehr Baustellen in dem Spiel, anstatt neue Höhlen reinzubringen. Aber ich meine, sie arbeiten dran. Immerhin. Mal eine Sache, die Mikroschrott einigermaßen macht. Immerhin sind sie nicht Blizzard. Ha, got 'em. Gott, ey. Das neue Diablo-Spiel ist ja auch einfach ein purer Reinfall. Und Durchfall. Kann man halt nicht anders sagen, tatsächlich. Die Leute waren halt schon richtig abgeturnt, als sie gesagt haben: Diablo, Immortal, Mobile Game. Waren die Leute schon. Uah. Und es ist halt einfach übelste Cash-Falle geworden, Alter. Es ist halt echt ekelhaft, was sich Blizzard da leistet, ey. Aber naja, ist halt Blizzard, ne? Gar nicht sehen, was für eine Scheiße sie mit Overwatch 2 machen. Nicht, dass mich Overwatch noch großartig interessiert, ne? Habe ich halt damals im Hype auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, als Doomfist oder so rauskam, habe ich dann gesagt, okay, kein Interesse mehr, sorry. Es war halt einfach nicht so. Ich bin ja ein Shooter-Fan. Ich mag gute Shooter. Und deswegen war ich halt auch so enttäuscht von Borderlands 3. Weil Borderlands hat ein gutes Gunplay. Ist halt echt gut. Und Borderlands 3 war halt einfach eine richtige Rolltreppe. Ne, Aale. Aale. Nicht Rolltreppe. Aale. Aale. Ja. Also das Gameplay war okay. Ja, natürlich musste halt das Sliden, ne, in Deckung und sowas rein. Musste zu der Zeit halt einfach in jedem Shooter sein. Was ich nicht verstehe, weil es. Ja, mehr Mobility in Shooter-Games, klar, warum nicht? Aber es ist halt absolut nicht so wirklich meins. So, ich bin halt so der Meinung. Für mich persönlich hat ein Shooter ihre Glanzzeit so Call of Duty Modern Warfare 2, 3 mit Battlefield 3. Battlefield 3 war mega gut. Und, also, da kann man, bei Shootern kann man, da geht die Meinung ja immer auseinander. So von wegen, oh, COD ist besser als Battlefield, Battlefield ist besser als COD. Kann man nicht so wirklich vergleichen miteinander, weil es ein komplett anderes Gameplay ist. So, COD ist halt okay. Teamplay optional, möchte man sagen. Ne? Kannst halt, du kannst alleine übelst viel reißen in COD. Ich hatte halt damals Runden, die habe ich halt übel hart gecarried, ja, trotzdem verloren. So. Und halt auch umgekehrt, da wurde ich hart gecarried und haben gewonnen. So zum Beispiel. Ist halt, ja, COD ist halt wirklich einfach das Team mit den besseren Spielern gewinnt. Battlefield ist halt. Gehst du vom klassischen Battlefield aus? So. Tickets, Capture the Flag. Also nicht Capture the Flag, sondern ne, Kontrolle. Control.
Ne, halt einfach einen Punkt ein, Haltepunkt. Gegner verlieren Respawn-Tickets. So meine ich das. Klassisch Battlefield. Und ja, das ist klassisch Battlefield, weil Battlefield 1 und 2, nicht die neuen, die alten, die hatten das halt schon. Es war nicht Battlefield 1, sondern 1945 hieß es, glaube ich. Und Battlefield 2 dann halt auch. Und es war halt. Na, da war halt schon. Da hast du aber nicht teilweise gegen Gegner gespielt, also online, weil damals war Internet halt auch nicht so. Und du hast mit und gegen Bots gespielt. Die waren teilweise halt echt gut. Jetzt nicht gut im Sinne von, oh, der hat mich durch die Wand gesehen und erschossen. Nee, das war eine echt gute KI damals. Ist halt einfach so. Und ich bin halt auch mega hyped, weil sie jetzt von Modern Warfare 2 das Remaster angekündigt haben. Halt das Richtige, mit Multiplayer hoffentlich. Alter, der Trailer sah so gut aus. Und ich bin halt richtig tempted, mir das dann zu holen. So, wenn sie dann noch sagen, okay, nächstes Jahr Modern Warfare 3 Remake. Ich werde 70 Euro los. Instant. So, Modern Warfare 3 ist mein Jam. So war es schon immer. Es gab für mich persönlich keinen besseren Online-Shooter als Modern Warfare 3. Mit Battlefield 3 dicht dahinter. Nicht Modern Warfare 2. Beziehungsweise Modern Warfare 2 ist für mich ein bisschen. Bisschen gemein zu sagen, weil ich war halt bei Modern Warfare 2 in der Zeit reingekommen. Da waren nur Hacker noch unterwegs. So. Es war halt echt, also. Ich weiß nicht, ob man die Spiele heutzutage überhaupt noch richtig spielen kann oder ob das alles hackerverseucht ist jetzt. Wenn ja, ist halt echt schade drum. Waren echt gute Shooter ihrer Zeit. Battlefield 3 kann man, glaube ich, noch einigermaßen spielen. Das soll wohl noch akzeptabel sein. Und vor allem auch so Klischee-Argument von wegen, spiel doch einfach die neuen, ist doch dasselbe, ist auch nur ein Shooter. Leute, die Shooter gespielt haben, wissen, es sind nicht einfach, das sind nicht auch nur Shooter. Das ist immer so das größte Strawman-Argument, das man machen kann. So. Shooter spielen sich alle gleich. Nein, tun sie nicht. So, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. CSGO zum Beispiel und CSS, ich glaube, die spielen sich relativ gleich. Er ist halt Search and Destroy. Oder gehen wir von Shooter weg und sagen einfach FIFA. Die spielen sich in der Theorie alle gleich. Ja, die spielen sich halt wirklich gleich. Sind dann einfach nur andere Namen und eine neue Zahl auf dem Cover. So ungefähr. Das ist halt einfach. Und seid halt auch jedes Jahr raus, weil Bundesliga gibt's, andere Ligen gibt's. Ich wollte, na, ich glaube, EM und WM gehören halt auch noch so ungefähr dazu. Die halt beeinflussen, wie gut die Spieler in den Spielen sind, weil deren Real-Life-Leistung beeinflusst halt das Ingame so. Ja. Also hier das seine FIFA ist halt nicht meins. Und da kann man halt sagen, okay, das Gameplay ändert sich ja auch immer ein bisschen bei den Teilen. Es bleibt grundlegend gleich, aber so Leute, die halt jahrelang FIFA gespielt haben, sagen ja, nee, FIFA 20 oder 2000 spielt sich anders als FIFA 2022. So. Jetzt nicht von der Grafik her, ne, sondern einfach nur von dem Gameplay her. Und dasselbe ist halt auch der Unterschied zwischen Modern Warfare 2 und 3 war damals halt auch schon riesig. Auch wenn es nicht nach viel aussah, nach viel mehr. Ne? Es war halt einfach cool, noch ein Shooter.
Mit einem anderen Namen dran. Aber nein, du hast halt wirklich den Unterschied gemerkt. Man muss solche Spiele halt, ne, selber gespielt haben, um zu merken, okay, doch, die Waffen fühlen sich anders an, so, auch wenn es dieselben sind. Und auch bei FIFA, okay, ne, so, das fühlt sich anders an, das Ballhandling ist ein bisschen anders. Ne, solche Sachen. Also man sollte mit solchen Sachen, mit solchen Vorurteilen immer vorsichtig sein. Ne? Hast du es gespielt? Nein. Dann kannst du es halt nicht sagen. So. Aber ja, genug gerantet. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Ich muss auch rennen und sowas, ne? Für morgen, deswegen hoffe ich, das Video hat euch so weit gefallen. Falls ja, Kommentar und Kritik sind natürlich wie immer erwünscht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.